Hallöchen, ich freue mich ja so auf die heutige Folge. Ich kann eigentlich meine Freude kaum anders ausdrücken als zu lachen, aber ich habe jetzt gerade keine Lust zu lachen. Jetzt geht es heute darum, dass wir... Ach nee, wir haben ja keine Minimap. Das ging voll smooth gerade irgendwie. Ich bin ins Menü gegangen, wieder rausgegangen und dann flog das Menü irgendwie so da ganz flüssig durch. So, jetzt haben wir... ich habe das jetzt seit einer Woche nicht gespielt, das Spiel. Und ich muss auch gerade mal kurz gucken, da drauf klicken. Was? Okay. Ich habe gerade kurz mal mein Mikrofon leiser geschaltet, weil ich habe das Gefühl, das ist ein wenig zu laut. Jetzt geht es aber in Ordnung und wir haben jetzt die Wahl zu Asuka Akara Lakira Namaka zu fahren und ich weiß nicht mehr ganz genau, was wir da machen sollen, deswegen tue ich das jetzt einfach mal. Oh ja, wir werden beschossen, das ist ja wunderschön. Und dann gibt es noch eine Mission von Donald Love, eine von beiden, ach ja, von Donald Love, da müssen wir mit so einem Panzerwagen rumfahren. Habe ich ja letzte Folge auch super toll geschafft, einfach, und Espresso to go. Ach nee, warte, hä? Haben wir das nicht schon geschafft? Ach nee, genau, ja, ich, da hatte ich doch, da habe ich doch nur eine gewisse Zeit für, ne, oder? Scheiße, ich weiß noch ganz genau, wo die in Portland sind, aber was mit Shoreside Vale ist, das habe ich, das weiß ich leider nicht. Ab wann fängt jetzt der Timer an zu starten? Ich bin jetzt nämlich gerade irgendwie ein bisschen verwirrt. Hier läuft nämlich noch keiner. Oh, hallo, sie verkaufen Drogen? Oh ja, ich würde gerne etwas kaufen. Oder auch nicht. So, wo war nochmal der andere Stand? Ach ja, da in dem scheiß Park. Könnte ich mir eigentlich gleich direkt ein neues Auto holen, aber da warte ich noch mit. Dieses ist ja noch nicht ganz schrottreif. Oh ja, so, jetzt. Wenn ich so weitermache, ist es das aber recht bald. Warum fangen die mal also an, sofort an zu brennen? Das ist ja nicht mehr normal. So. 7 Minuten 14, da habe ich ja ordentlich Zeit für. So, wenn die jetzt nicht alle so schnell wegfahren würden hier, dann nehme ich einfach ein Taxi. Was soll's, YOLO. die Taxis fahren wenigstens zur Genüge rum hier. So, wo war nochmal der nächste Stand? Hier hinten irgendwo. Ja, ja, genau. Ich weiß was noch. Ja, genau. Hier war einer. Das Taxi ist noch überhaupt gar nicht beschädigt oder so. Kann man doch als Gebrauchtwagen verkaufen. Nein, der Gag mit dem Gebrauchtwagen ist nicht abgenutzt auf Dauer. So. Erstaunlicherweise funktioniert mein PS3-Stick gerade super gut. Mein linker, das ist ja echt geil. Weil ich wollte ihn ja mal austauschen. Habe ich ja mal irgendwann irgendwo erwähnt. Gib mir die Hand, ich baue dir ein Schloss aus Sand. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Alle Espresso-Stände auf Staunton Island zerstört. So, jetzt gucken wir doch mal. Portland, weiß ich noch, da war einer unten am Hafen und einer war an... da oben bei der Mafia-Kacke. Wo überhaupt jeder Mensch hin will, weil da wird man so freundlich empfangen. Da habe ich jeden Tag Bock hinzufahren. Und da auf Shoreside Vale habe ich, glaube ich, noch gar keine Stände gefunden, aber da fahre ich jetzt nicht als erstes hin. Denn ich gucke überhaupt erstmal, ob das mit der Zeit hinkommt, wenn ich hier in Portland alles vernichte. Warte, ist es klug, es. Wo war nochmal der eine Stand? Ich glaube, es ist am klügsten, wenn ich jetzt erst nach. Doch, es ist am klügsten, wenn ich jetzt geradeaus fahre. Dann kriege ich das nämlich, dann fahre ich nämlich so eine Art Halbkreis. Hoffe ich mal, wenn mein Plan aufgeht. Und, hey, das ist eigentlich total klug. Warum habe ich das letzte Mal nicht gemacht? Wahrscheinlich war mein Gehirn kaputt. Aber das ist dieses Mal nicht anders. So. So, ich habe schon damit gerechnet, dass mein Wagen sowieso kaputt gehen würde. Und bevor ich jetzt gar kein Auto habe, nehme ich mir lieber dieses hier.
Der dürfte wenigstens was aushalten und so langsam scheint er ja auch nicht zu sein. Solange ich das Auto gut lenken kann, ist mir sowieso alles egal. Und den hier kann ich sehr gut lenken. Ich bin einfach erstaunt darüber, wie gut man diesen Wagen lenken kann. Ist ja unfassbar. Also ich möchte den nie mehr abgeben, den Lieferwagen. Mensch, guck mal, da habe ich doch ein perfektes Fahrzeug gefunden. So. Nichtsdestotrotz, den behalte ich jetzt dennoch. Das war natürlich alles Sarkasmus. Der Wagen ist total scheiße. Und kacke und nochmal scheiße. Aber ich kann mir nicht erlauben, jetzt einen anderen zu nehmen. Jede Sekunde zählt. Denn heute habe ich mal in der Folge vor, zu gewinnen. Mensch, guck mal, das ist ein Plan, ne? Okay, der lässt sich richtig schlecht steuern gerade. Ich glaube, ich habe irgendwo was beschädigt. Vielleicht tausche ich ihn doch besser aus gegen ein Taxi. So. Taxi, hallo. Okay, nee, ich bin aus Versehen vorne eingestiegen. Ich hoffe, das stört sie nicht, mein Held. Mein Herr. Nein, Held ist er nicht. So. Wo muss ich nochmal hin für Staunton Island? Nee, für Shoreside Vale. Habe ich gerade die ganze Zeit Staunton Island gesagt. Ich meinte natürlich Shoreside Vale. So, ich brauche nur ein Straßenschild. Alles andere regelt sich von selbst. Okay, vielleicht, ach so, doch, da. Ja, geradeaus. Die Pixelauflösung ist so hoch. Da rastest du ja quasi aus. Kannst alles sehen aus 50 Meter Entfernung. Oder waren es 5? Ich weiß nicht mehr genau. ich habe übrigens mittlerweile Alien Isolation als Let's Play angefangen. Dummerweise wurden sehr wenig Kommentare bisher abgegeben. Damit würde ich sagen, eigentlich so gar keine. Und ich weiß nicht, ob euch es jetzt gefällt. Wo fahre ich jetzt hier lang? Ich weiß es nicht. So, ich glaube, ich bin hier doch richtig. Ich weiß jetzt leider nicht, ob euch das gefällt, dass wir da, dass ich da mit ein paar Kollegen aufgenommen habe. Aber wer nichts sagt, dem kann nicht geholfen werden, wie wir alle wissen. Und daher gehe ich mal davon aus, dass das auch egal ist, wenn ich jetzt alleine weitermache. Denn die Sache ist, so mit vier Leuten, mit drei oder drei oder vier Leuten aufzunehmen, ist eine Sache, schafft man nicht immer. Und deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt nächste Tage alleine weiter aufnehmen, dieses Spiel. Aber wie auch immer, ich wollte euch nur wissen lassen, dass das alles super ist und weitergeht. Und heute habe ich The Evil Within bekommen, an diesem wunderschönen Samstag. Wo ist jetzt hier so ein Coffee-Espresso-Stand? Ach, da rechts, guck mal. So, ich hoffe, das waren gerade wirklich alle bei Portland. So. So, hier ist jetzt einer. Ach ja, ist das nicht der, der total behindert war? Genau, hier, der hier. Den kannte ich jetzt sogar schon. So. Bloß niemanden rammen. Ich verlange nicht, dass ich den letzten jetzt auch noch finde und erledigen kann, obwohl ich das natürlich hoffe, weil wir sind so kurz vorm Ziel, aber ich kann auch andererseits. Ich weiß leider überhaupt nicht, wo ich suchen soll. Überhaupt gar nicht. Ich fahre jetzt einmal kurz zu dem Flughafen rüber. Und ich hoffe, dass das keine schlechte Entscheidung war. Weil die Sache ist, rüber auf den anderen Teil der Insel schaffe ich es leider dann nicht mehr. Vor allem nicht, wenn man Taxi. Anhalten bitte. Hallo. Nein, warum verliere ich denn schon wieder? So eine Scheiße, Mann. Ich will nicht mehr spielen, Alter. Ich habe keinen Bock mehr da drauf, die ganze Kacke hier. Und jetzt kommt natürlich, da hinten ist er doch. Da ist er doch. Mein Gott, nein. Wo ist er denn? 23 Sekunden. Ey, nervt mich nicht. Ihr seid alle Kacke. Spielentwickler sind alles Hurensöhne. So, jetzt habe ich euch aber gegeben. Das war jetzt eine Ansage, ne? So. Das war auch ein böses Wort. Hätte ich nicht sagen dürfen, ne? Wo ist der denn, der Kackstand? Mein Gott, wo ist der denn? Okay. Okay.
Okay, ich komme da noch nicht mal. Egal, da hinten irgendwo. Das Kartell hat seine Dealer gewarnt. Natürlich jetzt genau in dieser Sekunde, weil das Kartell plant alles so genau und minutiös. Da kommt wieder ein Sportwagen. So, jetzt habe ich aber Zeit, mir den zu schnappen. Der kann sowieso nichts anderes, als da hinten zu wenden, weil das ist da hinten, glaube ich, nur so ein... Eigentlich muss ich hier nur stehen bleiben, theoretisch. Aber ich gucke trotzdem mal, ob da hinten die Straße weitergeht. Denn aus Liberty City meine ich zu wissen, dass da hinten irgendwie eine Sackgasse ist. Meine Haare fallen mir ins Gesicht. Das ist nicht sehr angenehm. So, bitte wende. Ich habe Bock auf einen Sportwagen. Nein, da geht's weiter. Scheiß Straße. Ah, nein, 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 nein. Au. Anhalten. Rennen, 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 rennen. Lauf, 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 lauf. Ich bin schneller als der Sportwagen. Ich bin schneller als der Sportwagen. Hör auf zu hupen. Hör auf zu hupen. Das ist schon richtig, dass der langsam fährt. Nein. Ja. Nein, 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 nein. So, Abkürzung nehmen. Abkürzung. Nein. Mein Gott. Ich will doch nur diesen Sportwagen. Ja, endlich. Meine Güte, war das eine schwere Geburt. Ich hoffe, die Frau ist jetzt glücklich damit, dass ich ihren Sportwagen geklaut habe. Ich zumindest wäre es, wenn meiner geklaut werden würde. So. Nein, die Brücke wird er jetzt nicht hochfahren, oder? Haha, von wegen. Niemand fährt eine Hängebrücke hoch, während ich drauf bin. Ha, sehr gut. Perfektes Timing. Asa Asuka Akira. So. Das war sowieso nur ein Einwegfahrzeug hier. Super Irrsinnstand. Okay, $400. Yo, so verdient man Geld hier. So. So. Sehr, sehr gut. Dafür hat es sich natürlich gelohnt, den weiten Weg zu laufen und den Sportwagen zu klauen. Wir sind jetzt, glaube ich, eine Minute gefahren oder so. Aber. Also. Als Autobesitzer würde ich das akzeptieren, dass mein Wagen dafür gestohlen wird. So, Espresso to go. Die Mission schaffe ich aber jetzt noch, damit ich heute in der Beschreibung irgendwas Interessantes, Intelligentes, eins von beiden wollte ich gerade sagen, habe versucht beides zu sagen und es hat nicht geklappt, damit ich da irgendwas Interessantes und Intelligentes möglicherweise reinschreiben kann. Denn wenn ich eine Mission nicht schaffe, dann ist es mir meistens auch nicht sehr leicht, eine passende Beschreibung dafür zu finden. Warte, nee. Da war der erste Stand. So. Ich fahr mal hier in den Park rein. Vielleicht ist das ja eine tolle Abkürzung. Und es ist wirklich eine tolle Abkürzung. So. Okay, da ist eine Ausfahrt. Ja, hey, guck mal. Vielleicht kriege ich auf dieser Insel alle Stände mit diesem einen Wagen zerstört. Das wäre geil. Obwohl ich das nicht glaube, weil jeder Aufprall zieht dem Wagen locker irgendwie 20% Kraft ab. Wie nennt man das bei Autos? Weiß auch nicht. Okay. So, dann war es das halt. Nein, anhalten. Hallo, Taxi. Mein Gott, dann nehme ich halt diesen Geländewagen. Wie du willst, leben, wie du willst. So. Ich glaube, es wäre sogar auch theoretisch klüger gewesen, wenn ich auf Chaussard Well angefangen hätte. Anstatt in der Mitte. Andererseits weiß ich natürlich jetzt, wo der Stand ist. Oder zumindest ungefähr, weil das Spiel sagt mir das nicht. Da es keine Minimap hat. Die man vernünftig drauf gucken kann. Doch, eine Minimap hat das, entschuldigt, eine. Ihr wisst, was ich meine, sowas, so eine große Map. So. Da sind noch Espresso-Stände in Portland und Shoreside Vale. Wow, was für ein Zufall. Wirklich? Ich fahre jetzt mal einfach, warum fahre ich jetzt. Ah, nee, doch, ich fahre erst nach Portland, weil von Portland komme ich über den Tunnel sehr leicht nach Shoreside Vale. Wohingegen ich hier jetzt über die Brücke fahren müsste. Und wenn die gerade hochgefahren ist, dann vergehen mir da wertvolle 5 Sekunden Zeit. Denn die Brücke fährt natürlich extrem langsam hoch und runter.
Dauert irgendwie 10 Sekunden oder so, bis die oben ist. Ist natürlich... Meine Rechnung vorhin ist da natürlich nicht ganz aufgegangen, aber das sollte sie auch gar nicht. So. Willkommen in Portland. Ganoven mit Pistolen auf dich warten, um dich freundlich in ihrem Stadtteil zu begrüßen. Mensch, ist das nicht toll? Hier würde ich auch gern hinziehen. Das Spiel hat schon damals richtig Werbung für New York gemacht. Überall Kriminalität einfach. Die einzigen netten Menschen sind nicht vorhanden. So. Mit dem Wagen schaffen wir auch locker noch den anderen Stand. Wenn uns die Mafia nicht vorher ein zweites Arschloch schießt. Genau das wollte ich. Genau. Der Wagen sollte hier runterrollen. Genau das klappt. Das ist natürlich mein Plan. Mein Gott, warum geht denn heute alles schief? Und auch ausgerechnet nur heute, weißt du, sonst nie. Sonst klappt immer alles. Alle meine Pläne gehen immer auf. Es ist schon spät, ja. Aber trotzdem darf man sich ja mal auch ein bisschen... Ich darf ja auch ungehalten sein über die Situation in Anbetracht der Tatsache, dass dieses Spiel nicht sehr leicht ist. Wo man mal da wieder schon wieder eine Diskussion anfangen kann, von wegen Spiele waren früher schwerer. Und da könnte ich eindeutig sagen, ja, waren sie. Ja, Spiele waren früher. Nein. Nein, warum denn? Ich würde am liebsten schreien, aber ich kann nicht schreien, weil wir haben 2 Uhr nachts. Wir haben 2 Uhr nachts. Warum geht denn alles schief? Mein Leben ist kacke. Irgendwer hat in den Kommentaren irgendwann mal geschrieben, mal gucken, wie du die Mission Espresso to go schaffst. Und ich spiele die Mission und denke so, boah, ist das einfach, ey. Locker, 5 Sekunden brauche ich dafür. Boah, Pustekuchen. Mensch, ist das toll hier. Das Schöne ist, ich schneide ja immer bei meinen Let's Plays während der Cutscenes raus, was ich sage oder was für Geräusche ich mache, weil... Ich trinke da zwischendurch mal ein Stückchen oder so und das, die Geräusche, die dabei entstehen, schneide ich raus. Das Schöne ist, hier gibt es keine Cutscene in diesem Spiel bisher, in dieser Folge. Weshalb ich auch nichts schneiden muss, aber trotzdem mache ich jetzt noch nicht. Ich mache mir gleich mein Relentless-Döschen auf, denn... Nee, ich habe noch ein bisschen was vor mir. 5 Folgen mache ich noch, GTA. Und dann muss ich mal schauen, ob ich motiviert bin, Bioshock Infinite aufzunehmen. Sonst mache ich das einfach morgen, also jetzt am Sonntag. Heute theoretisch. Und Alien Isolation habe ich, glaube ich, noch genug. Sonst nehme ich da einfach auch noch 1-2 Folgen auf. Mein Leben ist schon toll, ne? Mensch, guck mal. Jetzt fahre ich hier in den Kack-Stadtpark rein. Der Stadtpark, der so beliebt ist. Bei jedem. Warum komme ich denn jetzt nicht in diesen billigen Park rein? Mein Gott, ey, ist das alles an der Kacke. Warum? Hallo, fahr doch mal. Danke. Geradeaus. Hier links. Ja, sehr gut. Spiel, Mensch, du machst mich glücklich. Wow, die Steuerung ist ja wieder 1A. Erste Sahne heute. So. Haben wir eine Granate? Ja, egal. So, ich habe mir jetzt gerade irgendwie 100% Energie abgezogen. Inklusive Schutzweste, ja, sonst macht das alles keinen Sinn. Aber... Das war es mir wert, weil dieser ich wollte wieder so eine Mischung aus Penis und Penner sagen, aber da nehme ich lieber das weniger vulgäre Wort. Penner, dieser Penner wollte nämlich gerade mich töten und da habe ich lieber ihn getötet und mich schwer verletzt, so wie es ein richtiger Profi-Gangster machen würde. So,
genau richtig getroffen, sodass mein Wagen an die Seite gesprungen ist und ich weiterfahren kann. Perfekt, ich habe noch 6 Minuten. Ich habe einfach so viel Zeit verschwendet. Aber wenn ich einmal erstmal verloren habe, dann bin ich richtig frustriert. Und dann geht auch automatisch noch mehr schief. Das ist immer so. Hat man aber auch bisher auch, denke ich mal, schon öfter mitbekommen. Warum? Ich fahre gegen jedes Hindernis. Seht ihr das? Nein. Denkt nicht mal dran, mich festzunehmen. Ihr seid alle Kacke. Alle. So. Jetzt fahre ich hier vorne links. Rechts. Der Wagen ist auch schlecht. Ich brauche eigentlich mal so ein vernünftiges Auto. Ich müsste mit dem Feuerwehrauto rumfahren. Aber das ist mir eigentlich schon zu wertvoll. Da habe ich keinen Bock, mir ein neues zu holen hinterher. Wobei sich dann die Frage stellt, warum ich es überhaupt in der Garage habe, wenn ich es niemals benutzen will. Das ist eine sehr gute Frage, Dr. Watson. Lassen Sie sie uns aufklären. Nö. Apropos Dr. Watson, ich würde mich voll freuen, wenn Robert Downey Jr. mal einen dritten Sherlock Holmes drehen würde. Finde ich mega korrekt, ey. Oder Iron Man 4 wäre auch mal nicht schlecht. Weil jetzt demnächst am 16.10. kommt auch Der Richter raus. Der neue Film von dem. Sieht auch sehr interessant aus. Ich glaube, den werde ich mir auch mal gönnen, den Film. Nur, glaube ich, nicht sofort zu Release. Oder ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken. Jetzt am Dienstag gehe ich am letzten Urlaubstag erstmal zum Kino und gucke mir den Film The Equalizer an. Habe ich, glaube ich, schon mal zwischendurch erwähnt. Denzel Washington, sehr guter Schauspieler. Ich bin mir auch sicher, dass das ein guter Film wird. Weil Denzel Washington, ich könnte jetzt ein paar Filme nennen, wo der dabei ist. Ne, warte, bei dem Film mit Tom Cruise, wo der so einen Killer spielt, der sich von einem Taxifahrer kutschieren lässt, da war das, glaube ich, Jamie Foxx. Aber Denzel Washington hat Training Day gemacht. Der hat diesen... Ah, Mensch, wie heißt der? Der hat so viele Filme gemacht. Mir fallen gerade keine ein. Wisst ihr, das ist natürlich klar. Warte, welche Filme hat der nochmal? Der hat so viele coole Filme gemacht. Ich finde den voll klasse, den Typen. Aber mir fällt natürlich kein einziger ein. Das ist echt... Kennt ihr, ne? Das kennt ihr immer, wenn ihr euch an was erinnern wollt. Vor allem in der Schule natürlich, während Klausuren. Dann vergisst man den ganzen Scheiß wieder. Dabei hätte es nur noch eine halbe Stunde im Kopf bleiben müssen und dann hätte man es vergessen können. Bench, echt super. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der so lernt, dass er das Wissen danach noch im Kopf hat. Außer er interessiert sich wirklich fürs Thema. Und ich glaube, das ist in der Schule wirklich nicht häufig der Fall. Naja. So, komm, jetzt haben wir es aber gleich geschafft. Ich... Hab hier über was gesprochen, was mir gefällt. Hab mich dabei gut gefühlt. Und jetzt fühle ich mich gleich noch besser, weil wir werden die Mission erledigen. Und ich bin auch froh, dass ich nicht auf diese kleine Mini-Insel drauf muss. Bei Shoreside Vale. Denn da wäre ich bestimmt irgendwo in diesen komischen innerstädtischen See gefallen. Oder irgendeine Kacke wäre mir passiert. Weil mir passiert immer irgendeine Kacke, wenn sowas passiert. Also so eine Mission. Ne? Das wäre dann sonst genauso sinnvoll, der Satz wie zum Beispiel, Tomaten sind rot, weil sie rot sind. Und das ist kein sinnvoller Satz, wie ihr vielleicht schon festgestellt haben dürftet. Keine Ahnung, wo ich hier genau bin. Ah ja doch, jetzt gerade wieder. Ist auch ziemlich verwirrend eigentlich, sogar die Map. Weil, vor allem bei Shoreside Vale, ich glaube, da finde ich mich auch nach einer Weile zurecht. Klar, wenn ich jetzt hier ein bisschen rumgefahren bin... Logisch, aber irgendwie finde ich, ist Shoreside Vale doch noch das unübersichtlichste aller Örtchen in Liberty City. Vor allem, weil Fußgänger einfach so auf der Straße rumlaufen. WTF? Da bist du ja, kannst du nur verwirrt sein hinterher, ne? So, 26 Minuten, wie ich sehe. Ich glaube, ich habe ein wenig überzogen. Das macht aber nichts. Das macht überhaupt gar nichts. Denn gleich... Ich hole mir jetzt auch keine neuen Leben, keine neuen Herzen, weil es dauert nicht mehr lang und dann haben wir es geschafft. So, komm, 1 Minute 40. Und dann freut ihr euch bestimmt, in dieser ganzen Folge habe ich dann eine Mission geschafft. Okay, Leute bauen Unfälle, alles klar. Habe ich dann eine Mission geschafft,
Und ich frage euch jetzt mal, ihr sagt ja so oft, dass es, beziehungsweise verschiedene Leute sagen das, natürlich nicht immer dieselbe Person, aber ihr sagt immer so, dass viele von den Missionen eure jeweiligen Hassmissionen waren. Wie lange habt ihr denn dann so immer gebraucht für die Mission? Wisst ihr das noch? Dann schreibt das doch mal bitte in die Kommentare, damit ich so ein bisschen, weil ich will einfach gerne wissen, ob ich hier überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich gut spiele. Nein. Nein, nicht. Das ist nicht dein Ernst. 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 50 Sekunden noch, bitte. Irgendwo ein Auto. Ein Auto. Ein Auto. Ich nehme auch das hier. Oh, ja. Ich nehme auch das. Ja, genau. So. So, 35 Sekunden. Jetzt keine Fehler mehr. Ich hoffe, das ist am Ende dieser Straße. Hätte ich gerade bloß mal genauer nachgeschaut. Ja, komm. Ja, ach doch, klar ist hier ein Wendekreis. Ich wusste es. So. Da oben. Nein. Hab ich's geschafft? Ich weiß nicht, ob ich's geschafft habe. Wo steht denn das? Mein Gott! Ich fahre jetzt mal zu Kuranasamahana. Mit diesem tollen Van hier. Das ist mein Lieblingsvan, wie ihr alle wisst. So. Denn ich habe die Befürchtung. Aber ich möchte sie nicht aussprechen. Ich habe einfach nur die Befürchtung, dass die Polizei so kacke ist, dass sie einfach nur alle kacke sind. So. Wisst ihr, das ist überhaupt das. Die logischste Begründung, die man überhaupt abgeben kann für irgendwas. Panlantic, wisst ihr? Auch eine Müllorganisation, die können gar nichts. Panlantic, ey. So. Wenn jetzt der Fall eintreten sollte und ich habe es immer noch nicht geschafft, dann werde ich in der nächsten Folge die Mission wieder versuchen. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Es ist mir kackegal, ob euch das blöd hat mal wieder zugeschlagen und mir einen Fluch auf den Hals gelegt. Wir haben es nicht geschafft. Also danke für eure Bewertung. In 30 Minuten haben wir so viel erreicht wie noch nie in überhaupt irgendjemandes Leben. Danke, bis morgen.